Es gibt ein unheimliches Katastrophenpapier, das kaum jemand kennt, ein Papier von führenden Feuerwehrleuten. Und dieses Dokument, das verrät Ihnen im Detail, was bei uns in Deutschland wirklich bei einem Blackout droht, bei einem kompletten Stromausfall. Kein Politiker spricht diese Wahrheit so offen aus wie diese ehrlichen Feuerwehrführungskräfte. In 6 Phasen beschreiben die, was auf uns zukommt, auf jeden Haushalt, auf jede Firma, auf dieses ganze Land. Besonders spannend ist, dass die Feuerwehrchefs in Zeitabschnitten denken. Phase 1 sind die ersten 10 Minuten und Phase 6, die beginnt dann mit dem Ende des dritten Tages. Es ist ein erschreckendes Papier, denn von Phase zu Phase wird es bedrohlicher. Sie werden das gleich hören. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers »Den Netten beißen die Hunde«, ein tolles Weihnachtsgeschenk übrigens. Und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres mit Tipps und Inspirationen versorgt. Link zu den kostenlosen Testtagen unter diesem Video. Wahrscheinlich geht es Ihnen wie mir und Sie haben kürzere Stromausfälle schon mal erlebt. Ich finde es ernüchternd, wie schnell man als moderner Mensch in die totale Hilflosigkeit reinfällt. Gerade noch war man zum Beispiel dabei, abends ein Buch zu lesen oder auf dem Elektroherd was zu kochen. Oder man saß vorm Bildschirm seines Fernsehers. Doch in der Sekunde, in der der Strom ausfällt, bleibt von diesen zivilisatorischen Errungenschaften nur eines übrig. Finsternis. Finsternis und Stille. Denn der Fernseher und auch das Radiogerät, die machen keinen Ton mehr. Und ich erinnere mich daran, wie hilflos ich schon durch mein Haus gelaufen bin, hilflos in der Nacht, um irgendwo eine Taschenlampe aufzutreiben und zu ertasten. Manchmal nur, um dann festzustellen, Mist, die Batterie, die ist schon wieder leer. Am Ende habe ich es dann irgendwie meistens doch noch geschafft, eine Kerze im Haus zu finden, ein Feuerzeug und auf diese Weise wieder einen Hauch von Licht ins Haus zu bringen. Und jetzt überlegen Sie sich mal, wenn dieser Stromausfall eben nicht nur ein paar Minuten oder maximal Stunden geht, sondern über Tage, über Wochen hinweg. Genau dieses Szenario spielt das kaum bekannte Katastrophenpapier durch, das von der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutschland stammt. Als Phase 1 eines längeren Stromausfalls sehen die Feuerwehrleiter die ersten 10 Minuten. Was passiert dann? Aus dem ganzen Land wird eine Flut von Störungsmeldungen bei den Stromversorgern, bei den Behörden und auch bei den Feuerwehren eingehen. Und nicht nur das, gleichzeitig wird ein Teil der Infrastruktur des Telefonnetzes zusammenbrechen. Die Feuerwehren erwarten, dass schon einige Festnetztelefone und Handys nicht mehr zu nutzen sind in diesen ersten 10 Minuten. Das bedeutet, im schlechtesten Fall wird es ihnen schon jetzt nicht mehr gelingen, noch einen Hilferuf rauszusenden. Ebenso rechnen die Katastrophenprofis damit, dass Menschen in Fahrstühlen feststecken und Alarm schlagen. Und das alles in den ersten 10 Minuten, schon in den ersten 10 Minuten nach dem Stromausfall. Aber Sie ahnen das, es kommt noch deutlich schlimmer. Denn zwischen der 10. und der 60. Minute des Stromausfalls, da setzt dann das endgültige Kommunikationschaos ein. Die Berufsfeuerwehren rechnen damit, dass ganz, ganz viele Menschen zu Handys greifen, um Alarm zu schlagen, um Termine zu verschieben, Angehörige, Familien zu informieren. Und die Folge wird sein, dass die Handynetze überlastet zusammenbrechen. Ganz egal, wen Sie dann noch anrufen wollen, es kann an 2 Dingen scheitern, an Ihrem oder an seinem Netz. Gut möglich, dass Sie jetzt niemanden mehr erreichen, obwohl Sie es doch so dringend müssten. Und auch vor Ihrer Haustür, wenn Sie aus dem Fenster schauen und den Straßenverkehr anschauen, da wird das Chaos von Minute zu Minute nach Einschätzung der Berufsfeuerwehren zunehmen. Denn was passiert an den großen Kreuzungen, wenn die Ampeln ausfallen? Niemand weiß mehr, wer Vorfahrt hat, gut möglich, dass es zu Unfällen kommt oder dass der Verkehr erliegt und stillsteht. Und wenn Sie jetzt glauben, dass das Ausweichen auf öffentliche Verkehrsmittel eine gute Idee sei, dann haben die Leiter der Berufsfeuerwehren eine schlechte Nachricht für Sie. Denn viele Verkehrsmittel im öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel U-Bahn und S-Bahn, die kommen nur durch Elektroantrieb vorwärts. Auch hier kann es zu einem Stillstand kommen. Bei solchen Betriebsstörungen springen zwar automatisch die Brandmeldeanlagen an und wenn alles funktioniert, laufen nun die Notstromaggregate an, aber dabei kann es auch Pannen geben. Und damit sind wir jetzt schon in der dritten Phase zwischen der ersten und der zweiten Stunde des Stromausfalls.
Nun ist es gut möglich, dass die ersten Heizungen ausfallen. Bei milden Temperaturen, da ist das ja kein besonderes Problem. Aber stellen Sie sich vor, draußen herrschen minus 15 Grad und jetzt beobachten Sie, wie die Temperatur in Ihrer Wohnung von Minute zu Minute sinkt und kühler wird. Vielleicht ziehen Sie sich jetzt schon gleich zu Beginn einen dickeren Pulli an, den Sie sonst nur draußen vor der Türe tragen. Oder Sie ziehen sich in einen kleinen Raum zurück, vielleicht ins Badezimmer, wo es noch etwas 1-2 Grad wärmer ist. Doch schlimmer noch trifft's Menschen, die gerade krank und auf elektronische Hilfe angewiesen sind. Zum Beispiel nennt das Katastrophenpapier Menschen in Heimen, die künstlich beatmet werden oder mit Sauerstoff versorgt oder die abgesaugt werden müssen. Solche Menschen, die sind auf Geräte angewiesen. Und schon ein kurzer Ausfall, der kann ihren Tod bedeuten. Ähnliches gilt für Patienten, die Heimdialyse brauchen. Sie alle, Sie hängen nicht nur von Ihren Geräten ab, sondern Sie hängen indirekt auch vom Strom ab. Man kann sagen, je schwächer, je verletzlicher, je kranker jemand ist, desto schneller und desto härter wird ihn der Stromausfall treffen. Aber es wird noch abenteuerlicher und damit bin ich jetzt in der vierten Phase laut dem vertraulichen Papier der Berufsfeuerwehren. Was passiert zwischen der zweiten und der achten Stunde bei einem Stromausfall? Jetzt geht die öffentliche Kommunikation endgültig in die Knie. Es fallen nicht nur die Netze für Mobiltelefone, sondern auch die Festnetze aus. Ganz egal, zu welchem Telefon Sie dann greifen, Sie werden höchstens noch ein Selbstgespräch führen können. Es ist nicht mehr möglich, einen Hilferuf rauszuschicken, ganz egal, wie dringend Sie auf Hilfe angewiesen wären. Es empfiehlt sich in dieser Zeit nicht schwer zu stürzen, keinen Herzinfarkt zu bekommen und sich auch keine größeren offenen Wunden zuzuziehen. Leicht gesagt, man tut das alles ja nicht freiwillig. Noch fataler kann der Umstand sein, dass auch die Katastrophenhelfer von diesem Kommunikationschaos betroffen sind. Die Behörden, die können sich nicht mehr erreichen, eine Hand weiß nicht, was die andere tut, die Abstimmung, die wird immer, immer schwieriger. Wenn Sie jetzt fragen, ob diese Kommunikation denn nicht auf Funk weiterlaufen kann, dann habe ich eine schlechte Nachricht. Der digitale BOS-Funk, so nennt man den Funk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, dieser BOS-Funk, der bricht recht bald weg, und zwar in dem Moment, da die Akkus der Basisstationen verbraucht sind. Immer mehr Menschen in diesem Land werden in Panik geraten, aber die Hilfe, um die sie rufen, diese Hilfe, die kommt nicht mehr. Und eine weitere Gefahr sieht das Katastrophenpapier voraus, und zwar die Wasserversorgung, die indirekt auch vom Strom abhängt, die Wasserversorgung, die steht immer mehr auf der Kippe. Es kann sein, dass Sie an Ihrem Wasserhahn drehen, aber da kommt nichts mehr raus. Dieses Problem, das betrifft nicht nur Privathaushalte, sondern das schlägt mit voller Wucht auf die Massentierhaltung durch. Was, wenn Tausende von Schweinen und Rindern plötzlich kein Wasser mehr bekommen? Jedes Tier, das eingeht, ist nicht nur ein Tier, das leidet, sondern es ist auch ein Tier, das keiner mehr essen kann. Da fehlt also am Ende des Tages Nahrung. Nun eine kritische Anmerkung, ehe ich mit der fünften Phase fortfahre. All das sind Probleme, von denen ich in der öffentlichen Debatte so gut wie nichts gehört habe. Warum eigentlich? Wäre es nicht die Aufgabe von Politikern, realistisch über ein solches Szenario zu sprechen? Damit die Menschen wirklich wissen, was sie in diesem Fall erwartet. Ich finde, das wäre keine Panikmache, sondern das wäre einfach nur Vorsorge. Und ich finde auch, lieber ein Krisenszenario aussprechen, das dann nicht eintritt, aber die Menschen und Organisationen, die können sich darauf vorbereiten, als ein solches Szenario geheim zu halten und dann werden alle davon überrascht und überrollt. Ich fühle mich hier an die Flutkatastrophe an der A erinnert. Schon als man die riesige Flutwelle im Oberlauf sah, hatte keiner den Mumm, die Katastrophe anzukündigen und die Menschen weiter unten am Fluss zu warnen. Darum finde ich, lieber einmal zu viel Alarm schlagen, einmal zu viel evakuieren, als so viel Leid und so viel Tod zu riskieren. Und nun wird es ganz heftig, denn ich bin bei der fünften Phase zwischen der 8. und der 72. Stunde, also am dritten Tag des Stromausfalls. Dann geben jene Warnsysteme ihren Geist auf, mit denen sonst Gefahren und Brände gemeldet werden. Und es kommt zu einem ersten Ausfall, ich zitiere jetzt aus dem Papier, ziviler privater Kraftstoffversorgung.
Anders gesagt, es kann passieren, dass Sie mit fast leerem Tank an eine Tankstelle fahren, aber dort bekommen Sie keinen Treibstoff mehr. Das bedeutet, Sie müssen Ihr Auto aufgeben und zu Fuß sich weiter durchschlagen. Aber vielleicht sind Sie ja 30 oder 100 oder 800 Kilometer von zu Hause entfernt. Ein abenteuerliches, ein unheimliches Szenario. Und nun fürchten die Katastrophenprofis noch dazu, dass die Ersatzstromnetze ganz langsam wegbrechen, weil der Treibstoff fehlt und weil sie nicht für einen so langen Betrieb gedacht sind. Wer noch Licht hatte, läuft spätestens jetzt Gefahr, im Dunkeln zu stehen. Das gilt natürlich nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für die komplette Wirtschaft, die auf Strom angewiesen ist. Ich frage mich, wie soll ein Supermarkt noch funktionieren, wenn er weder Licht noch Kassensysteme hat, die noch funktionieren? Selbst wenn dort noch Lebensmittel sind, kann man sie wohl nicht mehr kaufen. Und jetzt frage ich Sie, was tun Menschen, die Hunger haben, aber die Lebensmittel nicht mehr kaufen können? Das kommt natürlich zu Plünderungen. Ich halte das für denkbar, dass die einen den Supermarkt verteidigen und die anderen, die greifen ihn an. Also recht schnell hätten wir auf unseren Straßen Zustände, die an einen Bürgerkrieg erinnern könnten. Und das Trinkwasser, sagt die Feuerwehr, das kann jetzt auch immer, immer knapper werden. Und es lauert eine weitere große Gefahr. Die Berufsfeuerwehren, die befürchten, dass jetzt immer mehr Wohnungen und Häuser in Flammen aufgehen. Denn weil die Menschen mit offenem Feuer für Licht sorgen oder kochen oder weil sie mit Dieselgeneratoren arbeiten, deshalb steigt die Gefahr enorm, dass Feuer in den Häusern ausbrechen. Und wenn das der Fall ist, besteht das Problem nicht nur darin, die Feuerwehr überhaupt noch zu rufen, wie denn auch, sondern es besteht auch darin, dass die Feuerwehr bereits an allen anderen Katastrophenherden tätig und deshalb unabkömmlich ist. Wieder eine Parallele zum Ahrtal. Auch dort haben die Menschen teils auf Dächern von der Flut umspült in größter Not noch Hilferufe per Handy abgesetzt. Aber die Rettungsstellen, die konnten nur noch trösten, weil die Kapazitäten zum Helfen, die waren schon erschöpft. Und damit sind wir jetzt in der sechsten und der letzten Phase angelangt. Was passiert über die ersten 72 Stunden hinaus, also nach dem dritten Tag? Spätestens jetzt droht den Haushalten, dass sie nicht mehr an Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs kommen. Wer keine Vorsorge getroffen hat, der steht jetzt vor einem leeren Kühlschrank, das Brot ist aufgebraucht, das Mineralwasser ebenfalls, aber aus der Wasserleitung, da kommt womöglich kein Tropfen mehr. Die Berufsfeuerwehren, die befürchten, dass der lokale Katastrophenschutz seine Mittel dann aufgebraucht hat und dass er wahrscheinlich vergeblich nach überregionaler Hilfe ruft. Und in dem Papier heißt es etwas verklausuliert, ich zitiere das jetzt mal, die bei den Katastrophenschutzbehörden bzw. Einheiten der Gefahrenabwehr verfügbaren Notstromaggregate bzw. Netzersatzanlagen reichen nicht im Ansatz aus, um auch nur die Bedarfe zu decken, die zur Vermeidung von schweren Personen- und Sachschäden erforderlich wären. Anders gesagt, die wenigen vorhandenen Notstromquellen, die werden nicht verhindern, dass Menschen schwer erkranken oder dass sie sterben, dass Patienten nicht mehr am Leben gehalten werden können, dass Gebäude niederbrennen und sich die Katastrophe im ganzen Land ausbreitet. Ebenso heißt es in dem Papier, die gesellschaftlichen Strukturen würden, Zitat, destabilisiert. Aus meiner Sicht kann das bedeuten, dass sich ein rechtloser Zustand in Deutschland ausbreitet. Denn wenn niemand mehr die Polizei rufen kann, wenn niemand mehr ins Gefängnis kommt, weil die Gefängnisse gar nicht mehr betreibbar sind, wenn es auch keine Gerichtsverfahren mehr gibt, nicht einmal ein Urteil ließe sich mehr speichern, Gerichtssäle nicht beheizen und man säße die ganze Zeit im Dunkeln, was könnte Kriminelle dann noch von ihrem Unwesen abhalten? Außerdem werden sich Menschen, die frieren, jene Orte erobern, wo es noch etwas wärmer ist. Und wer Hunger hat, der wird sich dort Lebensmittel holen, wo noch welche sind. Auf diese Weise könnte uns ein längerer Stromausfall von der Zivilisation zurück in die Frühzeit schleudern, in einen reinen Überlebenskampf. Nun können Sie mich am Ende des Videos fragen, und das ist eine ganz wichtige Frage, wie real ist diese Gefahr wirklich? Ich habe recherchiert und alle Experten sind sich zumindest in einem Punkt einig, dass die Gefahr, obwohl sie immer noch unwahrscheinlich ist, nie so groß wie in diesem Jahr war.
Wir alle wissen nicht, wie sich der Ukraine-Krieg weiterentwickelt. Wir wissen nicht, wie die Verteilung der verhältnismäßig geringen Strommengen zwischen den europäischen Ländern ablaufen wird und ob es zu Sabotageakten kommen wird. Zum Beispiel wäre es denkbar, dass die Stromversorgung in Deutschland durch einen Hackerangriff oder digitale Manipulation absolut ins Schleudern gebracht wird. Ich meine, ich erinnere Sie daran, Putins Digitalagenten, die haben es geschafft, eine Wahl in Amerika massiv zu beeinflussen. Ich würde wetten, dass es schon ganz konkrete Pläne für einen Angriff auf die digitale Infrastruktur des Westens und auch hier in Deutschland gibt. Ein Grund mehr für mich, dass unsere Regierungspolitiker alles tun sollten, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Wir brauchen da eine diplomatische Lösung. Denn wenn dieser Krieg weitergeht und aufs Äußerste hinausläuft, dann geht vielen erst ein Licht dann auf, wenn der ganzen Welt das Licht ausgeht. Und das müssen wir unbedingt vermeiden. Und jetzt empfehle ich Ihnen noch mal ein Video darüber, was Annalena Baerbock im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg rausgerutscht ist. Es ist eine unfassbar vielsagende Aussage. Das müssen Sie unbedingt anschauen. Klicken Sie das Video in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein. Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache, wie Sie das kommende Jahr zum Besten Ihres Lebens machen können. Wollten Sie Ihr Leben öfter schon verändern, gesünder leben, erfolgreicher leben, glücklicher leben? Aber dann sind Sie doch wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen? Meine 365-Tage-Challenge wird Sie garantiert zu Ihren wichtigsten Zielen führen. Ich begleite Sie jeden Tag des Jahres 365 Mal. Das sagen bisherige Teilnehmer, hier ein Ingenieur. Ich war verblüfft, als mein Chef mich gerade für eine Beförderung vorschlug. Er meinte, ich wirkte wie befreit und arbeite effektiver. Ich bin mir sicher, das liegt an Ihrer Challenge. Sie hat mich jeden Morgen daran erinnert, was ich im Job und im Leben will. Ganz herzlichen Dank dafür. Oder diese Teilnehmerin schreibt: In den letzten Jahren hatte ich Stress und habe ungesund gelebt. Ich machte kaum Sport und ich aß ungesund. Doch seit ich jeden Morgen mit einem Ihrer Impulse starte, lebe und esse ich bewusster. Ich mache wieder Sport und ich mag mich selber mehr. Das ist ein tolles Gefühl. Danke dafür. Oder hier noch ein älterer Mensch, der teilnimmt. Erst dachte ich, ich bin doch schon zu alt, um noch was zu verändern. Aber jetzt merke ich, wie gut mir diese Challenge tut. So habe ich den Kontakt zu einer Nervensäge abgebrochen und dafür ist ein neuer, ein wunderbarer Mensch in mein Leben getreten. Es ist großartig, lieber Herr Werle, dass Ihre Impulse mein Leben so positiv verändert haben. Testen Sie meine 365-Tage-Challenge jetzt. Die ersten 14 Tage sind kostenlos, danach gilt eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie. Es braucht keine Begründung, Mail genügt. Ich möchte sicherstellen, dass Sie wirklich von dem Kurs begeistert sind. Klicken Sie jetzt den Link auf dem Bildschirm oder unter diesem Video, machen Sie mehr aus Ihrem Leben. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, Ihr Martin Werle.